angemalt beim letzten Mal. Habt ihr euch nicht gegenseitig die Schiffe angemalt? Ach so, er war das also. Und dann hat Nein, er das sein ist das eigenes Gegenteil Schiff gesagt. als Alibi angemalt. Das ist schon verwegen. Ja, klar. Ich weiß es nicht. Da höre ich schon wieder ein Handy im Hintergrund. Das kann gar nicht sein. Genau, das hören wir bloß falsch oder so. Eigentlich. Hört ihr das beide? Ja. Nein. Dann wird's wohl deins sein. Also meins liegt 2 Meter entfernt von mir unter der Decke, auf dem Bett. Und mehr als das Nice. eine, als die beiden habe ich nicht. Das drängt sich aber ganz schön auf, muss ich sagen. Ja, aber wenn nur wir beide das hören, muss es von dir kommen. Dann. Moment. Ich suche in der Zwischenzeit mal so lange noch ein bisschen nach einem Ausweg nach oben. Einfach nach unten graben, sage ich doch. Ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden. Kiwi Seed? Was habe ich denn hier noch für einen Blödsinn? Da müssen wir aber dringend was Neues anmachen. Wer hat die Tür hier zugemacht? Danke. So, okay. Immer noch? Jetzt nicht mehr, nein. Gut. Wundert mich eigentlich, weil mein Mikro eigentlich nicht so empfindlich ist, als dass es auftritt. Zumindest wenn Scheinbar es halt eben doch. weit genug wegliegt. Hatte ich bisher zumindest bei meinen eigenen Aufnahmen nicht so Probleme mit. Wie? Was für Aufnahmen? Das machst du auch noch? Mein Eigene Mundbild? Aufnahmen? Wow. Ich finde dieses Outfit irgendwie übertrieben. So, erstmal ins Bett legen. Machen wir weiter? Ja, von mir Ja, aus. ja. Nur zu? Ich muss noch eingeladen War werden, das jetzt gerade insofern. ein. Ach so, warte. Das war ein Ja, fang ruhig an. So. Erstmal zweimal auf Ablehnen klicken. Ja, warum auch nicht? So, dann stelle ich mir aufs Dach So. zum Sonnenaufgang und spiele Angels We Have Heard, was auch immer das ist. Kennst du das nicht? Oh Gott. Jetzt schon. Das waren 3 Sekunden mehr, als ich haben wollte. Ja. Ich habe übrigens den Ausgang gefunden gerade. Von der Höhle. Von was sonst? Das weiß ich nicht, deswegen habe ich gefragt. Was haben wir denn hier noch? Ja, können wir jetzt weitermachen oder? Ja, fangen wir an. Okay. So. So, herzlich willkommen zurück. Let's play together Starbound. Wir sind immer noch auf dem Mond hier und ich habe jetzt tatsächlich gerade während der Aufnahmepause, also während der Pause zwischen der Aufnahme, Aufnahmepause kann man es ja noch nicht so wirklich nennen, wobei eigentlich ist das das Gleiche. Egal. Ich habe auf jeden Fall den Ausgang gerade da eben gefunden. Was habt ihr denn so gemacht in der Zwischenzeit? Ich gucke mir auf eurem hübschen Mond hier die Sternschnuppen an. Ich bin noch weiter dabei, den Treibstoff abzubauen. Ach so, ich hab. Ja, Weißt gut, doch, dann er habe ich braucht jetzt. immer etwas länger. Wir wollten doch nicht mehr darüber uns lustig machen. Dann habe ich jetzt über dir quasi den Gang wieder zugebaut, wo es rausgeht, weil ich setze einfach Nein. mal ein bisschen. Ich setze einfach mal ein bisschen Wasser, dann siehst du es vielleicht. Wo könnte denn der Ausgang sein? So, ich laufe jetzt mal den Mond ab, um Ja, zu schauen, ob ich hier komme ja irgendwas da oben so ist. nie hoch. Also da, wo jetzt Wasser ist, da ist der Ausgang drüber. Was der alles braucht, um hochzukommen. Es gibt ja sonst kein Wasser hier auf dem Planeten, deswegen sollte das schon recht präzise sein. Theoretisch? Sicherlich. Praktisch? Mal schauen, ob ich's finde. So ganz klein ist der Planet ja auch nicht. Und so schön abwechslungsreich. Ja, nein. Aber hier gibt es tatsächlich jetzt schöne,
Sternschnuppen-Kometen-Gedönses. Da leuchtet der Fußboden in Irland, super. Also gut, ich suche uns da mal einen anderen Planeten, wo wir vielleicht auch Rohstoffe finden. Tu das, dann kommen wir noch gleich mal daher. Wo ist er denn? Uva, beam to ship. Oh. Oh. Ja. Er hat Matschmänner gebaut. Matschmänner. Sei doch nicht okay. So abwertend. Hat er für Schneemänner kein Geld? Moment. Du bist doch in der Höhle unten? Ja. Hast du gerade gesagt, du bist noch in der Höhle? Ja. Warum steht jetzt XL neben mir mit deinem Aussehen? Meinst du mit dem Anzug? Der hat schon eine Halluzination, ja. Ach, er hat sich nur deinen Helm Achso, den Helm hat er schon seit letzter Folge eigentlich? Ja, so ziemlich. Und warum wird mir das... ja, aber... Warum wird mir das dann oben links auf der Anzeige nicht angezeigt? Mit rosa Haaren. Das kann ich da auch nicht sagen. Achso, ja, und mir wird der Helm auch nicht angezeigt. Deswegen schon. Bin ich jetzt gerade so verwirrt gewesen. Also gut, ich fülle dann mal meinen Tank voll auf. Ich hab's ja jetzt. So, da ist er dann voll und ich habe noch 2555 Fuel übrig. Gut. Dann suche ich uns mal was anderes. Oh, da gibt's einen radioaktiven Stern. Da fliegen wir hin. Oh, da yay, radioaktive Sterne, yay. Und alle da so rum, das klingt nach einem Superplan. Da ist noch ein radioaktiver Stern. Auf zum Atom. Da gibt's sogar Planeten. Moment. Ach, bei dem anderen auch. Da musst du nur laden. Wieso habe ich eigentlich Bücher einstecken? Soll ich mal zu dem radioaktiven Stern? Ich probiere das jetzt aus. Ich dachte, wir wären schon da. Moment, vorher sollte ich vielleicht noch schauen, ob wir... Nein, unser Zuhause ist natürlich nicht markiert. Das soll ich vielleicht vorher noch tun. Ach, was? Welches war unser Heimatplanet? Den werden wir bestimmt wiederfinden. Willst du vielleicht mal kurz auf dein Schiff fliegen und schauen, welcher der Planet ist? Du meinst der Heimatplanet jetzt? Ja, oder was? Dann könnte ich mir den noch markieren. Der ist doch, glaube ich, markiert. Also als ne, bei mir eben nicht. Seit dem Update wurde das gelöscht, deswegen wäre es nicht schlecht, wenn du mal eben kurz auf deinem Schiff nachschauen könntest. Wieso gehe ich jetzt auf mein Schiff? Bevor wir den komplett verlieren. Jetzt bin ich wieder auf diesem blöden Gamma Thalia und dann, ich glaube, 91 irgendwas. 48? Ja, 91, 48 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ne, 6 kann es nicht sein, da sind wir gerade. Moment. Ich glaube 3. Die, 3? Und dann der kleine oder der große Planet? Also 3 oder 3? 91481B. 91481B? Oder IB, wie auch immer. 1. Ja, genau. Ja, das ist 1. Okay, dann setze ich mir das mal gerade als Zuhause. Gott, dieser Teleportbildschirm. So. Du hättest den Wundern auch ruhig wieder aufstellen können, wenn du den schon aus Versehen abbaust. Aus Versehen. Jetzt haben wir einen Bauarbeiter hingelöscht. Der steht irgendwo auf dem Planeten unten. Super. Da. So, also jetzt der radioaktive Stern. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach den Planeten, der am nächsten am Stern dran ist. Das kann nur gut werden. Warum hast du mir gerade... Was zur Hölle ist das? Das war der hier. Deine komische. Die hat mir gerade. Was ist das? Gibt's dafür eine deutsche Übersetzung? Moment. Ich weiß nicht, was du da hast. Was das auf Deutsch ist? Da nimm mal da auf, was da am Boden liegt. Geht nicht, das hat ein Haustier gerade geschnappt. Warum hat das jetzt. Okay, lassen wir das. Sitzt du da gerade auf deiner Krabbe? Nein, ich sitze auf dem Stuhl. Das sieht nur so aus, als ob ich auf der Krabbe sitze. Ah ja. Nicht ganz dicht. Dann entferne ich mich mal langsam rückwärts gehend. Also, da gibt es einen tropischen Planeten. Fliegen wir mal dahin. Der tropische Planet direkt beim
radioaktiven Stern. Warum musst du immer mit dem Licht in meinem Schiff rumspielen? Was hast denn du jetzt schon für imaginäre Lichter? Ach, verdammt. Ich kann es nicht mal widersetzen. Der hat doch schon wieder Schwierigkeiten, der Junge. Oh, warte mal, ich wollte ja sowieso mal austesten, ob man das Zeug auch anfärben kann. Nee, kann man nicht. Schade. Böse Krabbe, ganz, ganz böse Krabbe. Wie lange dauert denn so ein Flug zu einem anderen System eigentlich so? Das konnte ich dir nicht beantworten. Das ist übrigens die Matschmänner. Ja, die hat irgendwer auch in meinen Schiff gepackt. Und unten stehen auch welche. Ach so. Ja. Irgendwer. Irgendwer. Wer hat jetzt XL? Du würdest jetzt endlich mal. Ich, also, nimm's mir übel, aber ich kann nicht alles gewesen sein. Doch. Eigentlich schon. So schnell bin ich nun auch wieder nicht. Das ist jetzt übrigens ein tropischer Planet. Yay, Malaria, auf geht's! Oh, ich hasse diesen Bildschirm. Der leuchtet. Was? Oh ja. Was macht zum uns Geier? Hier Schaden? Dass wir ineinander landen. Oh, radioaktiv verseucht. Ach, okay. Radioaktivität. Radioaktivischer Planeten. Okay. Ich bleib hier. Nur die Harten kommen in den Garten. Das ist ja. Nur die Verstrahlten kommen in den Garten wohl eher. Okay. Verdammt, ich glaube, da war eine Festung links. Vielleicht sollten wir uns doch einen anderen Planeten suchen. Ich ja, weiß gar nicht, wie wir drauf kommen, aber. Ach komm, der Hulk hat auch das durchgehalten. Es hat übrigens nur 101 Fuel gebraucht, um herzureisen. Ich nehme jetzt mal einfach den Planeten, der hier am weitesten weg von diesem Stern ist, in diesem System. Mal schauen, ob der immer noch radioaktiv ist. Deine Krabbe nervt. Habe ich das schon mal erwähnt? Doch, der ist immer noch radioaktiv, der äußerste. Super. Also dann sollten wir uns vielleicht einen anderen suchen. Wie wär's mit einem Frozen Star? Tja, warum nicht? Ich meine, wir sind durch Radioaktivität gestorben, warum nicht auch einfrieren? Das ist doch mal was anderes. Okay, das ist vielleicht auch keine gute Idee. Da gibt's einen freundlichen Stern. Ja. Ich suche gerade mal, da gibt es einen Wüstenplaneten und einen normalen Planeten und einen Waldplaneten und noch einen Wüstenplaneten. Übrigens noch einen Wüstenplaneten. Wo könnten wir denn Uran finden? Ich habe keine Ahnung. Wenn nicht gerade auf einem radioaktiven Planeten. Ich glaube nicht, dass der Planet radioaktiv war wegen den Bodenschätzen, sondern wegen dem Stern dazu. Das ist immer noch viel zu laut. Das weißt du, keine gute Musik zu schätzen? Jetzt geht das. So, also gut. Ja, wo willst du jetzt hinfliegen? Ich suche jetzt einfach mal da einen von den Planeten aus, falls das. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen zu laden. Ah, jetzt. Oder soll ich vielleicht mal ganz weit wegfliegen? Da gibt es auch feurige Sterne. Da verbrennen wir bestimmt. die Folge mit den 100 Todesarten. Also ich glaube, das einzige Problem oder das einzige, was planetentechnisch nicht problematisch wäre, sind irgendwelche, wo man einfach nur keinen Sauerstoff hat. Jetzt flieg schon irgendwo hin! Warum? Das ist doch völlig egal. Habe ich was verpasst? Ich glaube, X-Ains Pennerbier wirkt gerade. Oh, okay. Ich glaube, wir nehmen jetzt einmal. Das sieht interessant aus. Also interessant ist die beste Beschreibung. Deswegen nehmen wir den jetzt einfach mal. Der ist übrigens leblos. Laut Angaben. Ist nur die Frage, warum? Ich bin mal gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Warum habe ich ja eigentlich. Ich habe ja noch Blank Tech Cards. Vielleicht kann ich da mal noch irgendwas. Anfangen. Ja, Bouncy, was auch immer das macht. Press F to generate a kinetic or a field that reflects ground. Ach ja, das ist das, was X-Ain auch schon hat. Lohnt sich das? Eigentlich nicht, oder? Auch ist ganz lustig, doch. Aber es gibt gerade eh nichts anderes hier, also von dem her. Habe ich einfach mal ausgewählt jetzt. Nein. So, mein Lieblingsinstrument hat jetzt UWAP bekommen. Was? Hast du die Geige?
Ja. Habe ich die Geige? Ja. Ich habe die Geige. Was soll ich jetzt mit der Geige? Ich spiele dir, was über dir einfällt. Und warum hast du mir die Geige jetzt gegeben? Mal so gefragt. Ich brauche Platz im Inventar. Für die Lampen in deinem Schiff. Aha, man stirbt nicht sofort. Das ist schon mal ja gut. Aufbau. Okay, also gut, lassen wir das mit der Geige jetzt erstmal. Aber gut, dass ich jetzt die Geige habe. Dann muss ich mir jetzt nur noch Musikstücke runterladen. Ich kann das Fenster von der Geige nicht mehr schließen. Trojaner erfolgreich übermittelt. Hallo, geh zu. Ah, jetzt. Operation Trojanische Geige erfolgreich. Und wer hat jetzt das eine Licht, die eine Lampe wieder eingesammelt? Ich glaube, ich habe eine eingesammelt. Und warum genau habe ich die jetzt gesetzt? Ich habe gar nichts gedrückt. Irgendwas drehe ich hier gerade. Das dreht gerade völlig am Rad. Ich baue gerade automatisch. Ach so, auch ja dann. Ohne auch mit der Maus irgendwas zu machen, baue ich gerade Dinge ab. Ich habe gerade die Hand nicht auf der Maus liegen und baue den Hintergrund ab. Das sollte, glaube ich, nicht so. Ach ja, und jetzt werden da, jetzt habe ich da Sand gesetzt. Also, ich will es mal so ausdrücken. Ich hatte die Geige durchaus besser unter Kontrolle. Ich habe sie kontrolliert, nicht sie mich, ne? Das wollten wir mal an der Stelle festhalten. Wow, Uwab, du hast wirklich die Angewohnheit, die bestmöglichen Planeten auszusuchen. Warum? Der ist echt spannend. Auch nicht. Also ich habe bisher noch keinen Höhleneingang oder so gefunden. 40, laufen wir nach links, weil das endet hier niemals. Okay. Vielleicht ist da drüben, ja. Was ist das? Oh, ein Stein. Ja. Das ist echt ein super Planet. Das ist verdammt. Ich wollte nur erwähnen, dass der erste Planet, den ich rausgesucht habe, da gab es Pilzmenschen und Flammenschwerter und Geigen. Backgeigen. Und so, also, ja. Verpackte Geigen, die dazu führen, dass man alles abbaut, nur nicht das, was man will. Uwe, fassen wir es mal so zusammen. Die Technik funktioniert bei dir nicht. Die Musik funktioniert bei dir nicht. Ja, du hast recht, das ist bestimmt verpackt. Das sagt er. Also gut, jetzt fehlt mir nur noch das eine Licht und dann ist mein Schiff wieder vollständig. Es hat sich beruhigt jetzt. Okay, der Planet sieht ja interessant aus. Seid ihr links oder rechts lang? Also. Ach, beide nach rechts. Beide erstmal nach rechts. Aber ich laufe gerade nach links. Hey, Uwab, setz mal am Start bitte eine Fackel, damit wir alle wissen, wann, wo hier mal Ende ist. Weil ich laufe hier seit 3 Kilometern in eine Richtung. Ich habe keine Fackeln mehr. Ich setze dann mal Matschmenschen. Was? Ich habe keine Fackeln mehr. Wie kannst du den schönen Terno so verschwenden? Ich habe mal eine Fackel da hingesetzt gerade. Ja, gut. Da, wo ich so ungefähr vermute, dass der Anfang gewesen sein könnte. Wobei der Planet hier so derart generisch und überall gleich aussieht. Naja. Okay, ich glaube, ich suche einen anderen. Ja, vielleicht. Übrigens, interessanterweise war der auf der Übersicht grün, nicht lila. Ah ja. Das muss ein unglaublich großes Biom sein. Hier gibt es übrigens wieder einen Außenposten auf dem Planeten, in dem System. Die gibt es jetzt überall, glaube ich. Ah. Oh, a great source of fuel. Ich glaube, da fliegen wir nicht hin. Nein. Nein. Naja, wenn du weiterhin so tolle Planeten aussuchst, können wir schon in den nächsten Wald abwehren. Geht der Sprit aus, bevor wir überhaupt irgendwo gewesen sind. Hallo, ich habe Sprit ohne Ende. Ich habe immer noch 2555. Also wenn man sich hier nach unten gräbt, wird es auch nicht besser. Dann findet man, also erstmal hat man eine Schicht Erde und dann kommt eine Schicht Cobblestone offenbar. Ja, ja, ich bin gerade schon unterwegs. Ich fliege schon wieder. Also ich laufe immer noch nach rechts an der Stelle. Viel Spaß. Es wird hier irgendwie nicht besser. So. Was gibt's denn hier? Es gibt, also es ist auf jeden Fall schon mal ein normaler Planet, wie unser Heimatplanet eigentlich auch. Und gleich stellen wir fest, es ist der Heimatplanet. Nein, nein, ist er nicht. Ich bin mir sicher. Weizen, super. Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich werde verfolgt. Wovon denn?
Hinter mir ist gerade irgend so ein Teil hinterher geflogen, was ich abgebaut habe. Ich habe versucht, mit dem Energy Dash davon zu fliegen, aber es war schneller als ich. Gut. Interessante Lebensformen gibt es hier offenbar. Nein, das war einfach nur irgendwas, was ich abgebaut hatte. So ein Farbstoffteil. Ach so. Du bist vor einem Farbstoffteil davon gelaufen, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, wir haben alle unsere Ängste, also von daher. Uwap hat eben Angst vor Zeichenunterricht. Warum nicht? Es muss eine spannende Geschichte sein. Absolut. Erzähl sie doch mal. Ausdauer jetzt. Wo genau wird denn die Ausdauer aktuell angezeigt? Fällt mir mal gerade so auf. Da gibt es so einen tollen Balken. Neben deinem Bild. Drunter? Oder das Grüne? Ich verbrauche nämlich gerade keine Ausdauer mehr. Hat nur so den Anschein. Weder mit dem Energy Dash noch mit dem Double Jump. Moment, mit dem Gartenzwerg? Ah, mit dem Gartenzwerg verbrauche ich noch Ausdauer. Scheinbar verbrauchen die Sachen jetzt keine Ausdauer mehr. Uwap ist schon wieder an seinem Gartenzwerg. Ja, genau. Der gute Spießbürger mit seinem Gartenzwerg. Der unterwegs hier genau die Kiste stehen lässt. Genau das hat gemeint, ich bin mir sicher. Ja, absolut. In der Kiste war nichts mehr drin. Außer Pixel und so. Hast du eine andere gefunden? Du bist direkt an der nächsten vorbeigegangen. Ich bin mal wieder ein Flummi und prall von allem ab. Kann ich auch, aber ich drücke einfach bloß F hier. F? Moment, muss man das noch hin? Nehmen, laut. Ah, jetzt. Jetzt klappt das bei mir auch. Yay. Ich komme nicht mehr raus. Ah, jetzt. Wie ich bereits in Folge 1 sagte, es ist so schwierig, gutes Personal zu finden. So entsetzlich schwierig. Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Also immer noch als Personal. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Ja, ich glaube auch. So, was haben wir denn hier? Waffe. Oh. Pixel, 60 Stück. Ja, dann. Gleich ein Überfall, ja. Ich komme doch etwas merkwürdig mit dem Helm vor. Habe ich das schon mal erwähnt? Nein. Ich finde den auch mal zu cool. Uwap, hör auf, durch die Gegend zu glitschen. Und zu lecken, das sieht merkwürdig aus. Meizen, schon wieder. Bist du in irgendeine Höhle reingelaufen oder was machst du gerade? Ja, ich bin gerade unterwegs in irgendeiner Höhle. Aber die scheint nicht besonders tief zu sein. Ich glaube, das war's schon wieder. Aber weiter geht's noch weiter. Oh, ich habe eine Höhle voller Mobs gefunden. Super. Oh ja, schön. Es leckt gerade ziemlich. Zumindest bei mir. Was ist das hier? Kartoffeln. Super. Regnet's gerade irgendwo? Nein. Nee, sieht nicht so aus. Ich kann die Blind Fibers hier kaum abbauen. Die fliegen ungefähr mit 2 FPS pro Sekunde zu Boden. Also FPS pro Sekunde, naja. Gut, mit 2 FPS. Mit 2 Frames pro Sekunde, ja? Ja. 2 Frames pro Quadratsekunde, das wird beschleunigt. Das muss dieses neue Rentner-Update sein, das verhindert, dass man sich schnell bewegt. Starbound Rentner-Version. Für die Entschleunigung im alltäglichen Leben. Genau. Ich glaube, da war ein Stein. Lass ihn uns abbauen. Was hast du gesagt? Nein, mir geht's gut. Und dir? Ob du behindert bist, hat er gefragt. Ja, ich hab's genau verstanden. Spielen wir eine Runde Flum. Jetzt geht's sowieso. Wo ist denn hier ein schöner Planet? Mit Betonung auf schön. Noch mehr Sternschnuppen. Was suchst du nur für Planeten aus? Sternschnuppenplaneten. Ja, das habe ich schon. Oder gemeint. So, wer weiß. So, wobei die Tiere hier teilweise echt interessant aussehen. Oder die Mobs, die einen hier mehr oder weniger angreifen. Mehr oder weniger angreifen. Uwap, als du das Fuel aufgefüllt hast, wie viel hast du reingehauen?
Och, ich hab's einfach mal vollgefüllt. Nicht wegen Einheitenrechnung. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Es war ja schon ein bisschen was drin und dann habe ich erst den einen Stack noch voll aufgebraucht und dann den anderen noch hinterhergeworfen, also ich habe keine Ahnung. Also wenn du 1000 reinpackst, dann haut er auch 1000 raus. Also zumindest war es bei mir so. Seltsam, als ich vorhin 20 reingepackt habe, kamen nur 19 raus. Vielleicht ist, vielleicht relativiert sich der Unterschied einfach, wenn die Menge an Treibstoff relativ groß wird. Klingt irgendwie unlogisch. Ach ja, der Planet muss jetzt nachgeladen werden. Wie schön. Gefahrenlevel extrem. Ein tödlicher Planet von der Sonne gekocht. Mhm. Temperatur gefährlich hoch. Da gibt's bestimmt Uran. Abmarsch dahin. Und prompt sind 540 Fuel weg. Also ich bin dann mal im Nebensystem um die Ecke bei der Tanke rechts. Achso, okay. Irgendwo bei Vulkan muss das sein. Naja, ich dachte, ich suche lieber mal einen Planeten, wo auch was ist. Nicht, dass das jetzt Kritik wäre oder so. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier Fisch... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier Fische entdecke. Fische? Ja, also Fische, die im Wasser schwimmen und... Ne? Wieso? Schwimmen die auch noch woanders? Ja, abgesehen von dir. Was? Es gibt exzentrische Sterne. Tja, warum nicht? Die sagen dir vielleicht deine Zukunft voraus oder so. Davon höre ich im Fernsehen andauernd was. Wo ist das für ein Planet? Ich weiß nicht, was du für Fernsehsender schaust. Ja, wenn ich gelangweilt bin, QVC und so. Was zum Geier? Astro TV am Start. Hilfe! Ja. Ich... Was? Ja, abgesehen was? Davon, dass ich was erstmal in Öl gelandet... Ich bin in Öl gelandet und das erste, was ich sehe, diese hübschen, kleinen, niedlichen Viecher, die einen angreifen und aber in dreifacher Größe. Alle. Ich fliege jetzt mal zu einem Schneeplaneten. Den Planeten hebe ich mir doch lieber auf, da war dann doch die Sache mit der Gefahr etwas zu hoch. Daneben ist aber ein harmloser Planet, dann werde ich den mir jetzt anschauen. Hm. Ich weiß schon, worauf harmlos hinausläuft. Runter teleportieren, bumm, tot. Ja, genau. Mhm, harmlos. Keine atembare Atmosphäre. Bis dann wieder die Erkenntnis kommt, oh, die Radioaktivität tötet uns. Gut. Gefahren extrem also vulkanisch. Laut Anzeige ist bei mir jetzt die Umrechnung auch 1 zu 1 von dem Dingens da zum Öl, Fuel, Antriebsstoff, was auch immer. Vulkanisch, nicht atembare Atmosphäre, temperaturgefährlich hoch. Jetzt mal, immer besser. Ich bin jetzt mal über einem Schneeplaneten. Also keiner, bei dem extra dabei steht, dass die Temperatur sehr niedrig ist, sondern einfach nur ein Schneeplanet. Der einfach weiß ist, oder wie? Ja, steht einfach nur Snow. Und nicht, dass die Temperatur sehr niedrig ist. Also nehme ich mal an, dass wir da nicht instant erfrieren werden. Gentle Star, das ist gar nichts im System, auch nicht schlecht. Ah ja, das sieht doch nett aus. Das schneit sogar. Sieht hübsch aus. Okay. Und jetzt kann ich Schneebälle craften. Dir. Ich sehe ihn auch richtig bauen. Ich verstehe übrigens wieder kein Wort von dir. Thermia bauen. Ich liebe mein Internet. Ja, Thermia. Und den Starbound-Netzwerk-Code, der ist auch super. Bisschen, die Gegner hier sind ein bisschen stärker. Also ich glaube, der Planet ist gar nicht schlecht. Moment, ich muss mir mal wieder Bandagen craften. Und Schneebälle. Ach was, Hauptsache man hat etwas Kaktussaft im Inventar. Warum auch immer. Oh, die halten aber echt einiges aus. Ja. Wird doch interessanter dadurch, oder nicht? Ja, wenn man nur so Kartoffelwaffen hat wie ich, ja. Hm. Als hätte er nicht mehr Pixel gedroppt sein müssen.
Ich würde mal sagen, wir suchen uns einfach mal jetzt eine Höhle. Wir wollen ja endlich mal. Direkt am Spawn Link. Was ist denn? Ich habe übrigens Excalibur gerade gefunden. Oh. Oder was auch immer das hier ist. Okay. Steinschwert, Cobblestone. Oh, nicht schlecht. Da waren im Schwert. Ja, gut. Down geht's übrigens. Und es hat eine Wirkung von 193 zu 163. Das heißt jetzt was? Dass ich ein neues Schwert habe. Ah ja. Mit doppeltem Schaden. Sehr präzise. Das testen wir doch gleich mal in der Umgebung. Die Vögel runter und greifen einen an. Zack. Wow! Den hat's weggeschleudert. Ja, also ihr solltet in die Höhle gehen. Übrigens gleich neben dem Spawn links war das. Wir sind gerade auf dem Eisplaneten. Ja, ich weiß, ich bin gerade dahin gegangen. Direkt links in der Höhle. Wir sind nach rechts gelaufen. Ja, das war wohl ein Fehler. Ich habe jetzt Excalibur. Ich habe jetzt Excalibur. Ja, das wird ja nicht nochmal das Spawn. Oh, ich habe gerade eine harte Monsterblade bekommen und gleich zwei Rezepte gelernt. Ah. Ich hab auch jetzt habe ich nochmal eine harte Monsterblade. Was? Mittleren Schneeball habe ich jetzt gelernt. Ah, okay. Ja, ja, ich habe schon. Ich habe, glaube ich, auch schon große Schneebälle gecraftet. Ach, ich habe Automatenflaschen. Ach ja, sind ja keine Roboter, ne? Okay, ich habe irgendwie das. Jetzt Learn to craft 2KB Potage. Braucht jemand digitale Suppe? Nein. Suppe. Nein. Digitale Suppe. Ja, warum denn nicht? Oh, eine Kiste. Was gibt's hier? Naja, vielleicht, weil... Schneebälle. Das ist die Alternative zum Analogkäse. Oh, ich habe Eiskalibur. Das muss es sein. Ja, genau. Das ist Snow Infantry Pants. Zeig mal her. Naja. Das macht jetzt auch nicht so. Die Kiste lasse ich stehen, damit ihr auch was habt, worüber ich freuen kann. Und noch eine Kiste. Ah ja. Aha, ich habe Vögel gefunden. Oh, und noch eine Kiste. Und neuen Helm. Mein Zellmaterial. Wieso gibt's in der Kiste hier Ananas? Und noch eine Kiste. Ich habe eine Schusswaffe gefunden. Und ich habe Soldaten gefunden. Moment, die muss ich mal eben schnell. So, ich habe jetzt eine Schneerüstung übrigens. Und noch einen Schneehelm als Ersatz. Ah, hier ist ein Händler. Schau dir mal kurz die Schusswaffe. Heilige Strohsack. Ja. Tot. WTF? Ich glaube, das gehört so. Was? Das sieht so aus, als wäre die Schwerkraft hier total kaputt. Nein, ich glaube, das liegt an der Waffe. Ich glaube, die soll so schießen. Moment. Verzögerte Angriffe gibt's ja, ja. Also normale Schrotflinte schießt so. Schieß doch mal den Händler nicht über den Haufen. War eigentlich auch nicht meine Absicht. Ich bin davon ausgegangen, dass es durch die Mauern durchfliegt. Also ich finde die Waffe sehr praktisch. Das ist ein wenig. Die hat irgendwie was. Also Moment, vielleicht... Also gut, wenn sich die Gegner natürlich schnell bewegen, ist sie doof. Das ist richtig. Vielleicht sollten wir mal links in die Höhle gehen, da war eine. Da, wo ich gerade die Kiste hatte. Oh, ich bin am falschen Planeten. Also ihr solltet auf jeden Fall nicht zu weit nach links gehen, weil da sitzen hübsche kleine Söldner. Mit okay, hübschen so kleinen Waffen. Vielleicht rechts? Ja. Das sieht auch nicht viel besser aus. Irgendwie nicht. Heiliger. Bumm. Bumm. Heiliger Bumm? Ja, die Sache mit dem Bouncy ist gar nicht mal so unpraktisch. Au. Bleib ich tot, ja. Weil damit kannst du landen, ganz problemlos, egal aus welcher Höhe. Ach, damit nimmt man keinen Fallschaden mehr? Nee. Gerade eben das ist praktisch. Kann. Oh wow, hier gibt's glaube ich Polarlichter, das sieht hübsch aus im Hintergrund. Hm. Wow, das schleudert einen nicht ein wenig durch die Gegend hier, das Ganze. Ja, wenn man tief genug fällt, ist das ja auch kein Wunder. Ah, da gibt's einen Statusbot. Hatten wir nicht die Erfahrung gemacht, dass die nicht unbedingt die beste Idee sind? Nein. Erfahrung? Nein, sowas gibt's hier nicht. Stimmt, es gibt keine Level, also gibt's auch keine Erfahrung, logisch. So, dann lasse ich mal die Söldner. Was haben die hier eigentlich für Waffen? Okay, guck, schieß mal aus der Entfernung auf euch. Wieso finden wir hier einfach keine Höhle? Okay, ihr nehmt überhaupt gar keinen Schaden. Oh, nicht schlecht. Irgendwie war das auch nicht so ein ganz toller Planet, habe ich den Eindruck. Ach, es sieht wunderschön aus da oben, die Polarlichter. Guckt ihr das mal an. Ja, aber hier unten bringt uns das irgendwie nicht wirklich viel. Ja, wir müssen ja eh wieder hoch. Wow, das sieht wirklich toll aus. 200 Pixel, war das alles? Ich
Ich werde nie wieder irgendjemanden auslöschen. Und noch ein 190er Schwert, diesmal einhändig. Was ist das denn? Survival Gear Backpack, ich nehme mal eins mit. Ja. Wie viel hat der Teleporter-Kern gekostet? Weil ich habe gerade einen gefunden. 10.000. Nett. Was, du hast einen Kern gefunden? Ja. Cool. Was macht das Survival Gear Backpack? Ein empty Survival Backpack. Useless, ach so. Was macht das? Useless. Super. Nun, gib uns das mal, vielleicht ist es nur in deinen Händen nutzlos. Ich habe eine Schneekanone gefunden. Ui. Und ich habe, oh, Maschinengewehr. Hm, nett, ja damit. Was es nicht so alles gibt hier. Ob die schon auf anderen Planeten auch funktioniert? Ich muss sagen, ich mag diesen Planeten hier durchaus. Er hat was. Der sieht total hübsch aus. Ja, nicht mehr lange, wenn wir hier bald mal weiter durch sind. Aber diese Polarlichter, das ist... Für eine Heimatwelt ist mir das hier etwas zu kalt. Nee, Kälte gibt's hier nicht. So, das was sieht aber kalt aus. Es sieht kalt aus, aber das stört doch keinen, oder? Wieso ist eine Unterkunft ohne jemanden drin? Das ist okay, verdächtig. Bei mir buggen gerade die Texturen. Ja, bei mir auch. Ist da unten bei dir ein Loch? Ja. Ah, jetzt ist es da. Weg. Ah, da unten ist irgendwas, was. Wo wir runter können, ja. Oh, das sieht gut aus. Ja, das sieht... Oh, das sieht... Das sieht strahlend aus. Ich glaube, da rechts geht's irgendwo rein. Da muss es irgendwo einen Eingang geben. Sonst graben wir uns ein. Du bist an dem Mob vorbeigelaufen oben. Ja. Eine Schneekanone. Irgendwie macht die nicht so viel Schaden, wie eigentlich angekündigt wurde. Und das wundert dich jetzt? Sie sollte 195 DPS machen, also. Och, gut, vielleicht nur mit großen Schneebällen. Hier geht's rein, ich habe den Eingang gefunden. Die, ich glaube, die braucht gar keine Schneebälle, die funktioniert nur mit Ausdauer. Ach so. Nennt sich trotzdem Schneekanone. Wo bist du? Ich habe gerade noch irgendeinen Mob bekämpft. Soll ich dir helfen? Nee, geht. Ach so, okay. Puff. Ja. Da drüben ist der Eingang. Du stehst bei mir in der Luft, jetzt nicht mehr. Die suchen ja Höhleneingänge und ich muss mich mal denen rumschlagen. Schneeball. Ah, da sind Bananen und Stimpacks drin in den Schränken. Was zur Hölle ist da unten los? Ach's. Ich muss mal gleich nach da unten. Oh, noch ein Schwert im Stein. Sieh mal einer an. Ape Flu is no joke. Steht hier überall an den Wänden. Das ist ein Affenplanet. Wieso geht die Tür nicht auf? Müssen wir bestimmt irgendwas für auslösen. Sicher, dass es nicht vielleicht einfach nur rumbackt? Nein. Okay, gut. Keine Ahnung. Die Tür. Ne, Moment, die Tür ging auch gerade so nicht auf. Geht die da auf? Oh, da steht eine Kiste drin. Wir können hier auch nichts abbauen. Das wäre auch zu einfach. Innerhalb von diesem. Was macht die Schalter? Ich glaube, ich habe den Schalter gefunden. Das war wohl. Aber die Tür geht immer noch nicht auf. Throwing aber hier Boulder. Ist es so ein Schalter. Warte mal. Ah. Eine Eisaxt fürs Klettern? Nein, die Tür geht immer noch nicht auf. Ach komm, jetzt. Ist das nicht Licht an? Blueprint? Wo war gerade der andere Schalter, den du aktiviert hast? Ah, da unten sind jetzt die Türen offen. Ja, ja, der, da wo das Danger-Schild drüber hing. Da können wir aber immer noch nicht rein. Oh, da ist alles voller Strom. Da links geht's auch nicht weiter. Wir müssen irgendwo noch ein Schild finden. Einen Schalter finden. Habe ich schon erwähnt, dass es auf diesem Planeten grau-weiße Truhen gibt? Ich leg mich dann mal ein bisschen ins Bett. Das ist ein sehr gemütliches Bett. Das war der eine Schalter. Ein Technologiestab. War es nicht. Big Ape is all seeing. Ich sage, der Planet der Affen. Irgendwas haben wir übersehen. Den Computertischen. What? Was ist da los? Ach, sagen wir einfach, ich kann jetzt mittlerweile Steine herzaubern. Ah ja. Das ist ja cooler als Hexit hier. Ah, du kannst hier unten weiter. Was? Links. Geht die Tür auf? Oh. Ja, die geht auf. Dann gehen auch die Lichter an, wenn du einmal durchgehst. Ich mag diesen Planeten. Ja, genau. Hier geht's auf. Jetzt. So. Ach verdammt, das können wir... Nein, das können wir alles nicht abbauen.
Schade, das haben die gefixt. Man kann jetzt nicht mehr die Dungeons auseinandernehmen. Warum seid ihr in einem Dungeon? Das weiß ich nicht. Ich nehme auch nur ein bisschen Schaden durch Strom. War das Giftsuppe oder war das radioaktiv? Giftsuppe und Strom. Super Sache. Achso, da ist Glas, da komme ich gar nicht rein. Mach sie es einfach da weg. Ich bin durch. Noch ohne ein zu sterben, tatsächlich. Und noch ein Blueprint? Ich meine, durch den ersten Teil geht es natürlich noch weiter. Die gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Der Double Jump und der Energy Dash können übrigens helfen, wenn man da durch will. Nur mal so als Tipp. Meinst du hier die so komische Blase oder was? Ja, nee, das Teil um dich. Achso, du hast es wahrscheinlich gar nicht. Drück einmal doppelt auf A oder auf D, dann, wenn du das dann hast, dann teleportiert sich nach links oder rechts so ein bisschen. Nee. Ich habe gerade irgendwas aktiviert und jetzt leuchtet irgendein. Ich habe eine Plasma-Kanone gefunden. Jetzt erst? Nein! Ui, die schießt schnell und braucht wenig Ausdauer. Naja, es geht. Achso, den Schalter muss man noch einmal drücken. Also jetzt müssen wir übrigens wieder zurück. Warte, bleib mal kurz da, wo du bist. Da bringt's auch nicht. Wieso? So. Achso. Ich habe gerade den Schalter aktiviert. Wir müssen jetzt wieder zurück. Sollte ich fragen, was ihr dort die ganze Zeit macht? Oder? Die Kanone findet man was? Findet man nur einmal. Ja, ja. Hier. Kann ich die auch geben? Ich habe ja schon die andere. Die macht auch weniger Schaden als die ich aktuell noch habe. Die da. Wieso höre ich hier ein Labor? Ach du Wir sind übrigens schon 179 DPS. Okay. Wir sind übrigens zeitlich schon ein bisschen drüber. Wir sind bei 38 Minuten. Das würde uns niemals passieren. Das kann gar nicht sein. Das ist Einbildung. Das ist eine optische Täuschung, der Timer. Ja. So viele schöne Dinge und man kann nichts davon abbauen. Also dann würde ich mal sagen, sollen wir dann mal Schluss machen vielleicht? Ja, machen wir Schluss für heute. Okay. Also komplett für heute oder? Na, ich würde mal sagen, das besprechen wir gleich in der Aufnahmepause. Ja. Ach, da Uwe, ist bleib doch mal kurz stehen. Er kann jetzt wirklich Felsen beschwören. Das macht mir Schaden. Ach, hör los. Stell dich nie so an. Ja, also dann machen wir mal. Wir machen mal einen Cut, ja. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Okay, wollen wir jetzt gleich noch eine Folge aufnehmen? Ich will unbedingt hier durch.